schaltet einfach alle zu, gute Kindheit oder was? Du gehst auf den Schulhof und hast auf die Fresse bekommen. Herzlich willkommen zu Falsch aber lustig, eine Sendung wie die wilde Maus, kurz, heftig, schwindelnder Regen, nur dass hier keiner kotzt. Heute dabei bei einer Runde rückwärts, Phyllis Dachstan, Toni Bauer und Till Reiners. Moritz Neumeier. Bei uns geht's wie immer nicht um die richtige Antwort, sondern um die lustigste Antwort. Ganz genau darum geht es. Worum geht es wirklich? Bekommen die Leute Autos geschenkt? Nein! Die Leute hier, die gewonnen haben, dürfen sich einen Slogan ausdenken für den RBB. Wer bestimmt, wer gewinnt? Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach abonnieren den Kanal. Jetzt kommen wir zum ersten Spiel. Es heißt, willst du nicht hören? Ich nenne euch eine Situation, einen Ort und ihr sagt mir, was ihr dort nicht hören wollt. Toni, was will man nicht hören auf dem Schulhof? Bruder, meinst du, ich kann noch Referat halten? Ich find's cool. Fühl mich wie zu Hause gerade. Was man nicht auf dem Schulhof hören will. Till. Hast du meine Mutter beleidigt? Wie, ich seid ihr nie auf den Schulhof gegangen oder was? Also, nein! Ihr hattet einfach alle so zu gute Kindheit oder was? Du gehst auf den Schulhof und hast auf die Fresse bekommen. Von Toni. Das war meine Kindheit. Ja, oder? Ja, absoluter Standard. Ja, 100%. Dann sagt man, schöne Uhr. Ne, dann weißt du genau. Das ist meine Mutter. Ja, genau. So, ja, so, ne? Und dann weißt du genau, oh, die Uhr ist dann weg. Schade. Ah, das ist eine von den Fragen, die man einfach immer falsch beantworten kann. Hast du meine Freundin angeguckt? Ja, aufs Maul. Nein, findest du sie hässlich? Dann aufs Maul. Das ja, meinst genau. du. Ja, genau. Ah, wieso okay. hast du sie nicht angeguckt? So, also, ja. das, du kriegst immer ist einfach nur das Vorspiel für, oh, jetzt muss es leider eine aufs Maul geben. Was willst du auf dem Schulhof nicht hören, Toni? Kann man vom Spermaschlucken schwanger werden? Till, wie ist da die Antwort? Jetzt nur aus deiner Erfahrung. Phyllis, was will man auf dem Schulhof nicht hören? Ruhe bitte, ich würde gerne mein Manifesto vortragen. Ich bin in diese Schiene gerutscht. Ja, finde ich gut, finde ich toll. Noch jemand eine Antwort? Die Jessica hat keinen Wasserkopf, die hat ein großes Gehirn. Gebt euch mein neues Rap-Album. Das will man eh nicht hören, ey. Ja. Noch jemand? Hört bitte auf, den Kevin anzuzünden, der mag das nicht so. Ich hab nur einen. Ja. Du willst finanziell unabhängig werden, ohne einen Finger zu rühren? Sätze, die man nicht hören will, im Restaurant. Till. Krass, sie sind unser erster Kunde. Toni. Hallo, bitteschön. Jesus. Da lachen die Brandenburger, ne? Das ist witzig. Weil er Chinese ist, ne? Phyllis, was will man im Restaurant nicht hören? Hier ist ihr Dressing. Sätze, die man im Restaurant nicht hören will. Till. Sie sind aber nicht vom Gesundheitsamt, oder? Toni. Die Rechnung beträgt 52 Euro. 52 Euro? Das sind 104 Mark. Sätze, die man nicht hören will bei der Gynäkologin. Till. Genau. Toni. Hallo, bitteschön. Jetzt aber Till. Boah, geil, sie sind ja nackt. Wie gut dein Gesicht zu dem Satz passt. Das ist wirklich jedes Mal, wenn meine Freundin nackt ist, habe ich dieses Gesicht. Boah, geil, Flatrate. Das ist ja eine Beziehung. Was will man nicht hören bei einer Gynäkologin? Phyllis. Eine richtig schöne Fotze haben sie da. Jeez. Das will ich nicht hören. Nee, muss man sagen. Ja, ja, da hast du recht. Das ist ein Satz, den will man so erstmal nicht hören. Till? Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Pferd. Toni. Sammeln Sie Payback-Punkte? Phyllis. Hups, Sie waren noch Jungfrau, sorry. Jesus.
Nur die Frauen verstehen das. Till. Der Arzt war krank, aber ich bin der Sohn, ich hab's super oft gesehen. Toni. Nein, man kann vom Sperma schlucken nicht schwanger werden. See what you did there. Phyllis, hast du noch einen? Wenn Sie gleich was Kaltes fühlen, nicht erschrecken, das ist meine Nase. Hat noch jemand ein? Till? Ja, das Gerät ist kaputt, aber der Hausmeister hat mir eine Rohrzange gegeben. Noch jemand? Gute Nachricht, die sind schwanger. Schlechte Nachricht von mir. Toni. Geile Titten. Still? Nee, ich bin kein Arzt, aber Sie sind auch keine Jungfrau mehr. Noch jemand? Ah, hier ist meine Taschenlampe. In Ihrer Fotze. Oh, Gott sei Dank. Schön noch nach. Ich hab nur gedacht, vielleicht kann man es drin lassen. Ja. Wo ist sie nur hin? Ach, da, ja. Da. Haben wir noch mehr? Sind wir fertig? Dann machen wir einen großen Applaus für den Gewinner des ersten Spiels. Toni Bauer, meine Damen und Herren! Spielsatz Sieg! Und damit steht es 1:0:0. Falls euch Sätze einfallen, die man nicht hören will bei einer Gynäkologin, schreibt's gerne in die Kommentare. Wir kommen denn unterdessen zu Spiel Nummer 2 mit dem Namen Das weißt du nie. Ich werde euch gleich einen Begriff nennen und ihr müsst mir sagen, was dieser Begriff bedeutet. Falls ihr wisst, was er bedeutet, wovon ich absolut nicht ausgehe, weil ihr alle drei, naja, dann gilt auch da nicht die richtige, sondern die lustigste Antwort. Phyllis, was ist ein Bombologe? Also ich würde sagen, also das wird erstmal Bombologe ausgesprochen. Ach so, Entschuldigung. Oh, das würde so passen, dass Moses das falsch ausspricht. Genau, Bombologe. Und das ist eine Loge im Theater, wo man eine Bombenaussicht hat. Eine Bombologe. Zwei Plätze in der Bombologe, ey, heute Abend. Natürlich, ihr da draußen wisst das. In Wahrheit ist es eine Hummelforscherin. Was heißt Schlampampen? Das heißt nicht Schlampampen. Das sagt meine Oma häufig zu meinem Opa. Das heißt Schlampampen. Es ist ganz wichtig, dass wenn mein Opa wieder vom Puff nach Hause kommt und mir Tuberkulose gibt. Tatsächlich ist es Essen in sich reinschaufeln, Schlemmen. Ich habe noch eine. Was ist Anfurt? Ja gut, aber das wissen ja jetzt alle in Brandenburg, oder? Na? Ja, das ist, boah, da ist aber eine krasse Anfurt hier im Gange. Ja, da kriegt das Dorf neues Korn. Ne? Toll, toll, toll. Oh, schau da! Die neue Anfurt kommt! Ja, und dann holt man seine Kinder raus und dann ist ein großes Fest. Alle freuen sich so 2-3 Mal im Monat. Ne, im September ist wieder soweit. Ich freue mich drauf. Andere haben das Bachblütenfest, die haben die Anfurt. Das Bachblütenfest? Ja, Bachblütenfest. Ja. Woher nimmt der das? Wie kommst du darauf? Ja, weiß ich, das ist ein kleiner Mann in meinem Kopf. Bei mir ist nur ein Affe mit einem Leierkasten. Nein. Du, in all der Zeit, wo du dich mit deinen FreundInnen triffst, macht Till das. Tatsächlich ist es ein Hafen. Was? Ein Hafen. Hafen. Ja. Ach cool, ja, jetzt klar. Weiß ich Bescheid. Der sichere Hafen des Korns. Ja. Damit haben wir einen großen Applaus für die Gewinnerin des zweiten Spiels. Applaus für Phyllis Taschner, meine Damen und Herren. Damit steht es 1:1:-2. Wir haben noch ein weiteres Spiel, natürlich, und das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist Hate aus Leidenschaft. Hey, das Leidenschaft. Ja, und hey, die das Leute lieben es. Hey, funktioniert das, so, ich werde eine Feel-Good-Nachricht vorlesen, also eine Nachricht, die eigentlich gute Gefühle hervorrufen soll. Das ist aber nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist es mir, Hasskommentare zu diesen Nachrichten zu geben. Wir sehen eine erste Nachricht. Die Nachricht lautet: Ein Jahr ohne Fleisch. Jugendherberge Büdingen zieht positive Bilanz. Einzige Veggie-Herberge in Deutschland. Till, wie lautet der Hasskommentar unter dem Beitrag? Klasse, dass man die Unkrautfresser mal auf einen Haufen hat. Finde ich gut. Finde ich gut. Toni? Und jeden Tag stirbt ein Metzger. Phyllis. Tini, Schweiß und Schwagelpisse. Na dann, schönen Aufenthalt, ey.
Ich bin mir sicher, Till hat noch mehr. Aber dann beschweren, wenn die abends nicht die Leiter hochkommen wegen Proteinmangel. Also irgendjemand in der Ecke hast du nochmal nachhaltig beeindruckt mit dem, auf jeden Fall. Danke. Haben wir noch mehr dazu? Herbergen schaffen sich ab. Jetzt macht die Rügenwalder Mühle schon Ersatzprodukte. Oder wie ich das nenne, Lügenwalder Mühle. Deutschland schafft sich ab. Geil, Wodka ist aus Kartoffeln. Ja, Meta-Humor. Finde ich gut. Habt ihr noch mehr dazu? Und wo kriegen sie ihre Proteine her? In der Jungsumkleide? Jesus. Wow. Hasskommentare, hallo. Also, hey, was ist denn mit euch los? Leute, das ist nicht echt unsere Meinung. Geil, wenn jetzt zwei so wären, ach so, ich hab kurz, dann nehme ich den Post wieder runter. Also, ich war schockiert. Ja, dann bleibt mein Junge zu Hause. Nachher kommt er als veganer Schwuler nach Hause. Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, das wäre ein ganz normaler Kommentar tatsächlich. Ja. Ja, heute Spargel essen, morgen Pimmel lecken. Ja, so sind Leute, ey. Geht mal ein bisschen spazieren da im Internet. Das ist ein toller Ort. Till, hast du noch mehr? Wir müssen uns organisieren. Kotz-Smiley. Wir haben eine zweite Nachricht. Sie lautet: Trier, Hundesteuer für Tierheimhunde erlassen. Oh. Till, wie ist der Hasskommentar? Klasse, und wann wird die Menschensteuer erlassen? Tiere haben mehr Rechte als Menschen. Toni. Hundesteuer für Tierheime erlassen? Schön, aber was mit der Rente? Ja, was ist mit deutschen Obdachlosen? Phyllis. Unser Mops ist von eBay. Da fehlt ja komplett der Hass. Oh Mann. Das liest du einfach und denkst, oh. Ja. Till, ja. Hast du da noch einen Hasskommentar dazu? Ja, Obdachlose würden sich über ein Heim freuen. Müssen sie erst bellen und dann Laternen pissen, um ein Dach über dem Kopf zu haben? Danke. Ganz im Ernst, das war zu toll. Das glaubt niemand bei YouTube. Toni. Kaum hat Christian Lindner so eine Dreckstöhle, müssen die Viecher keine Steuer mehr zahlen. Tatsächlich ein Punkt. Hat er jetzt einen, oder? Tatsächlich ein Punkt. Ja. Haben wir noch mehr? Puh, jetzt muss ich meinen Hund nicht mehr heiraten. Noch mehr? Nee. Wir haben noch eine dritte Nachricht, keine Angst. Die Nachricht lautet: Gefunden, unberührte Tiefseekorallenriffe in Galapagos Meeresschutzgebiet. Wie lautet die Hassnachricht? Phyllis. Sieht aus wie Scheiße und stinkt nach Fisch, will eh keiner hin. Okay, Toni. Nur weil es einen Film darüber gibt, wie ein Vater seinen Sohn sucht, schützen die auf einmal Korallenriffe? Mein Vater hat auch keiner gefunden, hat mir auch nicht geschadet. Lustig, weil es wahr ist. Till. Pah, unberührt, hat meine Frau auch gesagt. Ja. Exakt, den hatte ich auch. Ey, genau. Ich hatte unberührt, dann lass mal Papa ran. Haben wir doch noch mehr Hasskommentare? Ja, verpisst euch mit euren Hipsterpflanzen. Berichtet lieber mal über Fischstäbchen. Der ist eher so dumm. Eher, das ist okay. Boah, wie tief kann man sinken? Die nächste Nachricht lautet: US-Ingenieurin Christina Koch fliegt 2024 als erste Frau zum Mond. Till. Nicht schlimm, wenn sie da auch bleibt. Toni. Ein kleiner Schritt für die Frau, aber ein großer Rückschritt für die Menschheit. Phyllis. Erste Frau auf dem Mond hinterlässt ersten glücklichen Ehemann auf der Erde. Ich bin mir sicher, da haben wir noch mehr. Till. Ja, ich weiß schon, was sie sagen wird. Warum liegt hier überall Staub? Ihr müsst mal gelüftet werden. Das können wir ohne Kontext nie senden. Ich sag's lieber nochmal. Oh, hast du auch einen Hasskommentar, Toni?
Einer aus meiner privaten Feder. Okay? Ja. Also, schön für die Frau, aber der Schwarze ist wieder nur Randnotiz. Da wussten wir alle nicht, ob wir laut lachen sollen, oder? Phyllis. Natürlich, das ist die einfachste Art, Gewicht zu verlieren. Haben wir noch mehr? Tragisch, wie viel Abstand Frauen mittlerweile halten müssen wegen der Messermänner. Phyllis. Warum? Muss da mal ordentlich durchgesaugt werden? Weiter geht's. In ihrem schwarzen Loch will eh keiner verschwinden. Alter. Wow. Boom. Tony? Jetzt schicken die schon Frauen zum Mut. Was kommt als nächstes? Thermomix? Phyllis? Houston, wir haben bald nicht nur ein Problem. Und damit Applaus für den Gewinner dieses Spiels, Tony Bauer, meine Damen und Herren. Und seit der ersten Runde war klar, Tony Bauer gewinnt die Folge. Das heißt, der nächste Slogan für den RBB der nächsten Woche kommt von Tony Bauer und er lautet... RBB, fast gute Gage. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wir rasten aus. Das war's für heute mit Falsch, aber lustig. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach den Kanal abonnieren oder hier aufdrücken. Oder auch gerne da. Da sind mehr Videos. Bis nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. It's Fritz.